Ja, klar, Tochter des Chaos. Da ist ja der Aufzug aktiviert worden. Das, ha, klar, okay. Dazu, ja. Alles klar, Entschuldigung. Ich habe gerade den Aufzug vergessen, ansonsten hätte ich mich jetzt hier komplett nochmal durchschlagen müssen. An sich müsste hier irgendwo noch ein Boss sein, der mir was gibt. Aber ich bin etwas verwirrt. Aber mir ist gerade ein Weg aufgefallen, den ich glaube ich noch nicht gegangen bin. Und genau deswegen gehe ich hier gerade nochmal hin. Ich habe nur den Weg vergessen. Ist das der Weg zurück? Das müsste der Weg zurück sein, ne? Ich glaube schon. Ernsthaft. Ernsthaft. Ernsthaft, was ist das denn? Wohl ein Witz. Ich wollte einfach nur durchrollen und dann kommen die mit. Ah! Block! Ja, ich hab den nicht One-Hit. Aber nur wenn ich das Schwert auch in beiden Händen nehme. So. Ach so, nee, das Feuer wollte ich gar nicht. Egal. Können wir auch das Feuer mal eben aktivieren. Interessiert jetzt auch nicht mehr. Ja, hier unten haben wir den Boss besiegt und dann haben wir hier zwei Türen. Bisschen da hinten ist eine Wand, die so aussieht, als könnte die aufgehen, aber sie geht nicht auf. Und wir haben eine Tür, die mit einem Mechanismus verschlossen ist, die wir auch nicht aufkriegen. Hat dafür vielleicht irgendwo einen Schalter? Wäre jetzt mal ganz tricky, aber gibt es da vielleicht irgendwo einen Schalter für? So hier oder so? Nein? Egal, was ich gerade meinte, ist, ich habe einen Weg, wo ich mich gerade nicht erinnere, dass wir den gegangen sind. Der ist hier. Wir erinnern uns, hinter uns müsste jetzt direkt so ein fetter Golem sein, aber hier sind wir nie lang gegangen. Ja, und da wartet auch schon der nächste Golem auf uns. Fuck you. Hallöchen! Ja, wir erinnern uns hier, wir erinnern uns nicht. Das ist unfair. Was zum? Die wollen eindeutig nicht, dass ich hier lang gehe. Das tue! Das ist doch das Einzige, was. Das ist alles für eine Truhe, ihr Spasten! Ihr gebt mir einen Herzinfarkt für eine Truhe? Wenn jetzt hier ein Schlüssel drin ist oder sowas, ne? Flammenglut. Jetzt kann ich meine Waffen in Flammen verwandeln. Vielen Dank dafür. Ja, das ist eigentlich nett, aber dafür den ganzen Aufriss. Uah! Was ist Putt-Putt? Roter Brocken kriege ich von denen. Das ist ja. Du guckst irgendwie doof. You can't fucking see. Warum greifst du deine Verbündeten an, du Spaß? Finde ich nicht in Ordnung. Ja. Waffe in Gefahr. Scheiße. Das war zu knapp. Meint ihr, es gibt da unten noch einen Weg? Also, ihr erinnert euch, die ganze Lava ist schwarz geworden. Wieso denn Waffe in Gefahr? Wegen der Säure? War wegen der Säure gerade die Waffe in Gefahr? Hohoho, du Arschloch. Du hast meine Waffe unbrauchbar gemacht. Kann das sein? Ja, alles, was ich gerade anhatte, hat der. What the fuck, you? Ich darf mich von dem Zeug nicht treffen lassen. Obwohl im Endeffekt. Ist eh egal, aber ich meine. Holla, die Waldfee. So, Leute. Ja, den Weg, den ich gegangen bin, da war ich wirklich noch nicht, aber dafür haben wir jetzt nur die Flammenglut bekommen. Bringt mich jetzt nicht wirklich weiter, wo ich hin muss. Joa. Joa.
überlege gerade, komme ich denn da am schnellsten hin? Nein. Kann man noch was machen? An sich, ich mache jetzt nochmal eben was, einfach nur, weil ich es kann. Aber ich weiß immer noch nicht, wie es weitergeht. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wo es weitergeht. Überhaupt nicht. So, Zeug der Untoten, das ist relativ egal. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Und das, was ich jetzt auch mache, das führt mich auch nicht weiter, aber das gibt mir wieder eine kleine Abkürzung, die ich immer noch nicht habe. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Lust auf euch. Gibt's irgendwas? Gibt's irgendwo irgendwas, was ich übersehen habe? Oder war doof? Hi. Ja, hi. Habe ich irgendwo irgendwas übersehen, wo ich jetzt lang gehen könnte? Nein, nicht ins Feuer. Ich nehme an, es ist noch zu. Ja, es ist noch zu. Wir werden uns jetzt eine kurze kleine Abkürzung verschaffen. Die halt irrelevant ist, aber ich mir jetzt halt trotzdem hole. Menschlichkeit? Nein, ich bräuchte es auch nicht unbedingt. Könnten uns theoretisch auch einfach mal gegen den roten Drachen anlegen. Wäre bestimmt auch witzig. Aber ich glaube, das würde ich auch einfach nicht überleben. Schwäche Schweif. Ja, sag bloß. So, wie war das nochmal mit einem Schild, was gegen Feuer hilft? Welches war das nochmal? Feuer, das war hier unten, glaube ich, ne? Das müsste das Schwarzritterschild gewesen. Ja. Oh, hi. Jetzt habe ich mich das Problem. Leck mich. So, wir haben hier nämlich ein Feuer. Was aber ziemlich unspektakulär ist einfach. Weil wir einfach nur das Tor hier öffnen. Und dieses Tor ist einfach eine kleine Abkürzung, die uns halt genau hier hinführt. Und auf der anderen Seite sind einfach nur irgendwelche heulenden Zombies. Und sonst ist hier einfach nichts. Gelobt sei die Sonne. Gelobt sei die Sonne. Hier außer natürlich ein ziemlich geiler Ausblick. Den wir uns vielleicht gerne nochmal angucken können, aber an sich. So, ansonsten ist hier nichts. Und der Drache ist auch weg, aber der ist nicht ganz weg. Sondern der kommt wieder. Bevor der jetzt wiederkommt, nehme ich mir das Claymore noch, was man hier so schön bekommt. Und ja, ich kann mich jetzt ernsthaft mal eben versuchen, den Drachen mit dem Drachen anzulegen. Da würde ich mich, würde mich mal interessieren. Hier müsste er natürlich auch wiederkommen. Aber das müsste er theoretisch auch. Ich habe ihn gerade eben ja schon eigentlich ein bisschen draufgehauen. Statt der Untoten, naja. Unser Freund ist natürlich nicht mehr hier.
Wir haben mittlerweile so einen ziemlich verschiedenen Orten gesehen. Drachi, wo bist du? Kommst du nicht mehr? Keine Lust heute? Eindeutig nicht. Wenn ich das Spiel lade, kommt er auf jeden Fall wieder. Bedeutet aber trotzdem, dass ich keine Ahnung habe, wohin ich jetzt soll. Leute, ich habe keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Teleportieren. Mausoleumsgarten, das ist alles DLC. Schlund des Abgrunds, Kristalltiefen, Archive des Herzogs, Dungeon der Stadt. Ja, das ist auch alles DLC. Schlund des Abgrunds, DLC. Die Tiefen. Was sind denn die Tiefen? Ich weiß gerade nicht, was die Tiefen sind. Okay. Ich weiß, was die Tiefen sind. Alles klar, dankeschön. Genau, gehen wir in zum Feuerbrandschrein. Gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Außer so. Damn. That stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Ja. So, der verkauft mir theoretisch ein paar Zauberschriften und glaube ich so ein Scheiß. Das werde ich mir jetzt auch einfach eben alles zu Gemüte führen. Ach, der kann ja sogar. Haha. Verbrennung, Feuerwehr. Feuerwehr. Feuerkugel. Goodbye. Come back if you find anything yet. Werden wir tun. Und gucken wir uns jetzt gleich mal an, was der uns noch umwandeln kann. So. Pyromantie, ja genau, Gegenstand kaufen. Ich möchte Blitzschweiß auch noch haben, ist nicht auch egal. Ausrüstung umwandeln, ja, wir können hier. Pyromantieflamme, toll. Ich kann die auf plus 5 machen, werde ich mal eben machen. Wie viel gibt das hier? Ich glaube, ich kann es nur plus 5 machen, oder? Nö, ich kann es auch noch übertreiben und es noch höher machen. Aber was bringt das, die höher zu machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was haben wir denn jetzt? Also eine große Zauberwaffe. Stille, verborgene Waffe, Reparatur. Reparatur ist eventuell ganz nett. Feuerball, naja, Feuerkugel, naja, Verbrennung. Oho. Blitzschweiß. Okay. Linderung Sonnenlicht. Die Wunder der. Okay. Ja, bringt mir hat sich wenig gerade. Ach, das Vieh schläft wieder, alles klar. Ist hier jetzt ein Händler? Nö, warum auch, ne? Ja, warum auch. Geil. Da finde ich jetzt mal einfach mal eben so hier direkt im Startgebiet noch eine Seele, ich glaub's nicht. Und jetzt hier hätte ich nicht runterspringen sollen. Scheiße. Ja. Da hätte ich nicht runter gesollt. Ach gut, wunderbar. So, Leute, ich hab ein Problem. Ich hab ein ernstzunehmendes Problem. Oh, you again? Me?
I've become separated from my lady. I've scoured near and far, but no sight of her. Where could she have gone? My lady, to think I swore to protect you with my life. Nope. Gibt's nicht sowas wie eine Karte? Scheiße. Leute. Ich bin überfragt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, muss. Überhaupt nicht. Ja, tot. Danke. So viel weiß ich dann auch. Im Drachental, da ist kein Weg mehr. Oder? Nee. Es ist nirgendwo mehr ein Weg. Wo ist noch ein Weg, wo ich hin kann? Ich brauche diese scheiß Sequenz nochmal. Es wurden mir... Im Wald. Wald. Klar, Wald. Wald. Wald, Leute. Ich hab zwar keine Ahnung, wo oder was, aber Wald. Moment mal. Die Wand kennen wir. Die Wand sieht genauso aus wie im Lavagebiet. Egal. Wald. Apropos davon, dass wir die Wand kamen hier. Machen wir... Reparatur würde ich gerne da drin haben. Danke. Wald! Leutchen, Wald! Und am einfachsten kommen wir in den Wald durch. Meine da unten. Nee, doch, meine da unten. Wir haben den Wald noch gar nicht erkundet. So, an sich. Ich erinnere mich, dass ich da einmal reingelaufen bin und einfach nur derbe verreckt bin. Weil einfach 20 Bäume, na, 20 sind ein bisschen untertrieben, so an die 50 Bäume hinter mir hergelaufen sind. Hätte ich vielleicht nach und nach töten sollen, aber als ich dann 50 am Arsch hatte, war ein bisschen doof. Gebe ich zu. Ich werde mich jetzt auch schlauer anstellen, aber im Wald. Ich habe nur keine Ahnung, ob da überhaupt noch irgendwas ist, aber eventuell ist da irgendwo ein großes, böses Tor und dann ist da noch was. Weil ich meine mich gerade daran zu erinnern, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich meine mich gerade daran zu erinnern, dass dieser scheiß Baum sich bitte mal verbissen soll. Ich meine mich daran zu erinnern, dass wir auch eine Tür in einer Art Wald gesehen haben bei der Vision. Weil wir haben, ich glaube, 4 Türen zu den 4 Bossen gesehen. Theoretisch war das eine übrigens auch ein Lava. Ich weiß nur nicht, wo das sein soll. Das ist alles gerade ein bisschen mysteriös. Egal. Wo ist mein Leuchtfeuer da hinten? Wir gucken jetzt mal. Ich bin sehr gespannt. Ernsthaft. Ratzbaum. Und mein Drop ist weg. Genau, mein Gut. Wir machen natürlich das Schild hier wieder weg. Grashalpenschild. Oh, ich kann auch mehr. Ach, ich könnte auch ein Sanktum. Ach, egal. Grashalpenschild ist in Ordnung. So, jetzt, bevor du mich nervst. Du riechst mich ja schon aus 5 Meter Entfernung. Ich kenne dich ja schon zu Genüge. Ich habe hier schon öfters gefarmt damals. So. So, wir haben uns noch nicht im Wald umgeguckt. Ich würde sagen, lauf mal durch. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Diesmal schlachte ich die Bäume lieber ab, bevor sie in der kompletten Überzahl sind. Ja, ich brauche es eigentlich nicht. Ach, kann ich gar nicht so. Ach, ja. Ich habe ja jetzt alles 950.000 Mal. Guckt euch das an. Ernsthaft. Stell ich mich gerade blöd an? Nein. Bildet ihr euch ein? Liegt einfach nur daran, dass... Alter, das war echt nicht untertrieben mit den 50 Bäumen. Aber ich bin hier einfach wirklich durchgelaufen. Und die Tropfen alle was. Alter! Ist gut jetzt. Da haben wir eine Seele, die haben wir noch nicht eingesammelt. Was hat das denn hier?
Westlicher Helm. Mist. Kommt hier gerade ein Baum? Nein, kommt gerade ein Baum. Westlicher was? Östlicher Helm, ruhig klar. Bösisch-böscher Moment. Das sah gerade gar nicht mal schlecht aus. Okay, ich nehm's zurück. Mo. Was zum. Kaya? 5,134. Ja. Gab schon besseres, ne? Die Blechrüstung. 10,9. Also, sie ist halt sehr viel besser als sowas da. Aber trotzdem ist es halt eine mittlere bis schwere Rüstung. Und ich will trotzdem wieder. Ich will agil bleiben. So, da unten war übrigens mal irgendwo die Hydra. Glaube ich. Ich glaube, hier finden wir sogar die Leiter zur Hydra, kann das sein? Das kann sogar sein. Ich hoffe einfach, dass ich hier irgendwo was finde, was uns weiterbringt. Oh, komm schon. So. Wow.